Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, natürlich als allererstes vielen, vielen, vielen Dank wirklich für diesen geisteskranken Support gestern im Livestream. Auch wenn das Event da nicht um 21 Uhr gekommen ist. Jetzt ist es ja, by the way, da, ihr seht es ja. Aber ja, da ist gestern mal 21 Uhr nicht gekommen. Es war euer Support trotzdem immer noch so krass. Wir haben gewartet. Glaube ich, bis 22 Uhr habe ich gestreamt, 22.30 Uhr, glaube ich. Es kam leider nicht, war sehr schade, weil ich wäre jetzt gerne mit euch zusammen da reingegangen, aber trotzdem, Freunde, vielen, vielen Dank dafür euren Support. Wir waren zwischenzeitlich über 100 Zuschauer, auf jeden Fall, da geht Kuss und Liebe an Einzelnen raus. Und ja, herzlich willkommen an jeden, der jetzt neu auf meinem Kanal ist, Freunde. Euch erwarten hier täglich FIFA Mobile Videos und jetzt gibt es das Video zu dem neuen Event, endlich, und zwar was alles Free-to-Play ist. Genau, und ich muss direkt sagen, es ist viel Free-to-Play. Es ist wirklich viel Free-to-Play. Da geht schon mal kurz raus an EA, auch wenn es jetzt Verspätung hatte, das Event. Es ist eigentlich schon ziemlich nice. Ich habe mich schon mal durchgeskippt. Also meine erste Wahrnehmung, meine erste Meinung ist, es ist ganz solide. Es hat viel CPU, kein 1 gegen 1 oder was Angriff. Viel CPU. Aber so von den Spielern her ist okay. Was man als Free-to-Play bekommt, werde ich euch jetzt zeigen, Freunde. Ich würde sagen, schreibt dann auch gerne jetzt eure Meinung in die Kommentare zu dem Event, wie findet ihr das Event, und schreibt jetzt gerne in die Kommentare, welchen Spieler ihr euch gerne holen wollt, möchtet. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen rein. Wir gehen rein ins Gruppenphase Herausforderungs-Event, Freunde, ins Group Stage Challengers auf Englisch. Genau, wir haben hier mit erstmal das Hauptkapitel, Freunde. Hier kann man einmal Werbung angucken, dann kriegt man hier ein Basis-Item. Ich habe Münzen bekommen. Man kann auch einen 95 Plus Spieler bekommen, was ich nicht glaube, dass man sowas bekommt. Genau, dann kann man hier sich täglich noch ein Geschenk abholen mit 50 GPH-Punkten. Das sind, glaube ich, wie heißen die nochmal? Gruppenphase Herausforderungspunkte. Alter, was ein Name. Ich nenne sie einfach GPH-Punkte. Genau, hier kriegt man dann nochmal GPH-Punkte. Hier noch, achso, und GPH-Token. Genau, dann kriegt man hier auch nochmal Punkte. Und hier hinten kriegt man nochmal 250 Punkte und 200 GPH-Token. Genau, das kann man halt immer täglich spielen. Das wird täglich aktualisiert. Kennen wir ja schon von den ganzen anderen Events. Dann, Freunde, kriegen wir hier direkt schon mal zwei Icons. Und zwar einmal die Prime Icon Best. Direkt, Freunde, ich muss euch enttäuschen, die Icon ist leider nicht free to play. Aber, Freunde, Van der Sar, 104er Van der Sar ist free to play, Freunde. Und das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Der wird mir nicht sowas von in mein Tor kommen. Auch wenn Buffon gestern im Stream geisteskrank gehalten hat. Der Typ wird trotzdem ins Tor kommen. Dieser Typ wird trotzdem ins Tor kommen, Freunde. Van der Sar, einfach nur richtig geil. Diese Icon ist Free-to-Play, man muss 22.200 GPH-Token einsetzen und das ist auf jeden Fall machbar, weil das Event geht, warte, ich muss kurz nachgucken, das Event geht 42 Tage, also so wie das letzte Event, genau, und da ist das auf jeden Fall machbar. Dann gibt es hier nochmal die Splittermeilensteine, das ist eigentlich auch selbstverständlich, dass man das hier easy abholen bekommt, dann kriegt man 50 UCL-Splitter. 50 UEL-Splitter und 50 UECL-Splitter. Genau, was es damit auf sich hat, Freunde, kommen wir jetzt direkt nochmal hier zum UCL. Da kann man sich immerhin eine Gruppe aussuchen. Es gibt aktuell eine Gruppe A und Gruppe B. Ich habe mich einfach mal für Gruppe A entschieden und hier kann man halt CPU-Spiele durchballern. Dann kriegt man hier auch nochmal GPH-Punkte und UCL-Splitter. Genau, man hat auch Möglichkeit, Boni hier nochmal mehr UCL-Splitter zu bekommen oder halt nochmal UEL und UECL-Splitter. Aber das hat eine mögliche Boni. Hier haben wir Hullet nochmal, Freunde. Hullet als Event-Icon. Und ich kann euch auch sagen, Hullet ist auch Free-to-Play machbar. Ihr müsst euch einfach hier viermal diesen Meilenstein abholen, egal von welcher Gruppe. Genau, das aktualisiert sich halt in 7 Tagen. Dann kommen neue Gruppen freigeschaltet. Da kann man sich dann zum Beispiel die Bayern-Gruppe aussuchen. So werde ich das, denke ich, mal machen. Und genau, dann kriegt man hier nochmal 200 GPH-Token. Dann ja, bei der UEL ist es halt genau das Gleiche. Ja, gleiches Prinzip. Aktuell sind nur Gruppe A und Gruppe B. Ich habe mich für Gruppe A entschieden. Und genau, hier ist eigentlich genau das gleiche Prinzip, halt nur, dass man halt hier jetzt UEL-Splitter bekommt. Und ja, bei der Conference League halt auch, wie gesagt, das gleiche Prinzip. Habe ich mich auch für Gruppe A entschieden und hier bekommt man halt ja die Conference League-Splitter. Genau, ist eigentlich relativ simpel zu verstehen. Wir kommen jetzt aber zu den Bonis und zwar zu dem Pfad, den es da gibt. Es gibt natürlich auch einen Pfad. Genau, hier gibt es aktuell nur Gruppe A und Gruppe B. Wie gesagt, die nächsten Gruppen werden immer in den nächsten Wochen freigeschaltet. Also jetzt halt nächste Woche kommt die nächste Gruppe, die nächsten zwei Gruppen und immer so weiter. Genau, Freunde, hier haben wir schon die ersten Spieler. Bessey, Jarenczuk, Samsted, Till und ein Conference League Spieler.
Hier muss man halt dann die Splitter ausgeben, die man ja da bei den CPU-Spielen bekommt. Genau, und da gehen wir mal weiter. Dann gibt es hinten noch 103er Carrasco, Arto, Mandanda, Saka und wieder 91 plus UECL-Spieler. Ich kann euch direkt sagen, Freunde, 93er ist free to play. Ihr könnt euch einen 93er abholen, war natürlich nur ein, ist ja ganz klar. Ich kann euch direkt sagen, mein Tipp, oder besser, was heißt mein Tipp, mein Plan ist, ich warte erstmal bis auf die anderen Gruppen, nochmal vor allem auch auf die Bayern-Gruppe, was da so kommt. Und wenn dann, ja, wenn dann werde ich mich wahrscheinlich entscheiden, wen ich mir dann holen werde. Aber so ein 103er Carrasco, der sieht auch nicht so verkehrt aus. Wie gesagt, 103er ist free to play. Und genau, hier gibt es die ganzen Angebote noch. Aber das ist ja eigentlich relativ simpel zu verstehen. Und hier könnt ihr halt dann die GPH-Punkte ausgeben, die man halt immer bekommt. Dann genau, dann müsst ihr euch das hier holen und dann könnt ihr hier mit den Splittern weiterarbeiten. Genau, ich habe aktuell 20, aber ja, da kommen natürlich im Laufe der Woche noch ein paar, hinzu. Dann haben wir noch die GPH-Angebote, das ist halt die Spielerkiste. Genau, hier steht's. Ich muss mir jetzt hier nichts aufs Ohr labern. Genau, 1000 braucht man hier. Und ab dem 10. kriegt man garantiert, achso, hier Werbung, genau, Werbung kann man auch noch gucken. Ich habe aktuell 300, okay, werde ich auf jeden Fall noch gucken. Genau, hier ist ja der beste Ocampos, Diogo Jota, Felipe, Damien bei McGregor und den Rest, ihr seht's ja. Genau, und dann gibt es hier noch die Prime-Icon, Hero, die ist leider nicht Free-to-Play. Die ist leider nicht Free-to-Play, sieht natürlich geisteskrank aus, diese Icon, ne. Aber leider nicht Free-to-Play, Schade. Ja, hier haben wir einmal die UCL-Spielerkiste. Das gleiche gibt es natürlich noch bei der UEL. Also das heißt das gleiche. Das ist dann hier bei der UEL. Das ist ein bisschen anders. Genau, man hat halt hier... Es ist ein Mbappé im Weg. Ja, Mbappé. Okay. Also, ihr könnt euch halt hier... Habt ihr halt diese Felder, ne? Seht ihr ja. Und für 400 von diesen Token könnt ihr das 1 öffnen. Und ihr seht ja mögliche Boni. Vielleicht habt ihr Glück und zieht ein 92 plus. Vielleicht habt ihr auch einfach Pech und zieht nur ein Rang-Item. Ihr seht ja hier die ganzen Belohnungen. Und halt immer, wenn ihr eins öffnet, streicht sich das halt weg. Hier kann man dann nochmal die Spieler sehen. Hier gibt es dann Vieira, Pedro. Sind schon geil dabei, aber ja, ob man da was zieht, ist halt auch wieder so die Frage. Ne? Genau, dann haben wir noch bei der Dings. Conference League gibt es natürlich auch noch. Und hier, habe ich mir gar nicht angeguckt. Selber gucken. Also hier kann man sich auf jeden Fall auch nochmal ein Angebot holen für 250. Mögliche Boni wieder, Freunde. Also man kann nicht 91 plus wieder ziehen, man braucht Glück. Man kann auch nur Münzen ziehen. Und dann gibt es halt hier die Meilensteine. Umso mehr Token man halt insgesamt öffnet. Also ist egal in welchem Kapitel, das zählt halt für alle. Und dann kriegt ihr halt hier die zwei Meilensteine. Und hier hinten kann man sich nochmal 90 plus kaufen. Okay. Vielleicht einmal oder so kann man sich das doch mal gönnen. Weiß ich aber noch nicht, Freunde. Weiß ich wirklich noch nicht, muss ich noch überlegen. Genau, Freunde, das war eigentlich so das Event. Wir haben natürlich hier noch einen Starpass, Hauptstarpass. Werde ich mir natürlich holen. Und ganz hinten gibt es halt die Icon Haji, Freunde. Werde ich wahrscheinlich nicht spielen, weil ich auch ZDM habe. Sieht aber trotzdem ganz nice aus eigentlich. Finde ich ganz okay. Hier gibt es noch einen Melee. Milik ist auch noch am Start. Genau, und dann haben wir auf jeden Fall noch hier einen Pass mit Patrick Schick. Der kostet 15 Euro. Genau, hier 100er Schick ist am Start. Und da unten gibt es nochmal einen Droger. Werde ich mir wahrscheinlich auch holen, weil von den FIFA-Points her reicht es, glaube ich. Und dann gibt es halt hier noch die täglichen oder die normalen Angebote mit Butageno kann man sich holen. Und hier gibt es halt die Neymar-Packs. Gut, schade, dass Neymar jetzt bei diesen Packs ist. Aber was willst du machen? Hier ist noch ein John Stones. Und ja, Freunde, ich würde sagen, das gewinnt es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Spiel ihr euch gerne holen möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Macht's gut, Freunde. Bis morgen. Haut rein und ciao.